Hallo ihr Lieben, wir zeigen euch heute vier Frühstücksideen, die sehr gesund sind und auch sehr satt machen. Und wir hoffen, dass ihr davon inspiriert seid und die vielleicht auch nachmacht. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Video. Meine erste Frühstücksidee ist ein bisschen erfrischend und ich nenne sie einfach mal Quinoa-Salat, obwohl es eigentlich kein Salat ist. Dafür braucht ihr Quinoa, hier habe ich dreierlei genommen. Und dann habe ich noch Granatapfelkerne, die friere ich immer ein, dann sind die besonders erfrischend. Auch noch Zitronensaft, ihr könnt natürlich auch den Saft einer frischen Zitrone nehmen, ich habe das hier im Glas. Und dann nehmt ihr erstmal einen Topf und gebt da Wasser hinein und lasst das Ganze kochen. Das dauert natürlich eine Weile und wenn es dann kocht, dann könnt ihr einfach so viel Quinoa hineingeben, wie ihr gerne mögt. Ich mache das einfach immer nach Gefühl. Und wenn es dann so richtig brodelt, muss man natürlich warten, es dauert ziemlich lange, so vielleicht eine Viertelstunde. Und wenn es dann so aufgequollen aussieht, dann sollte das Ganze auch schon fertig sein. Ihr seht, es ist auch schon sehr viel Wasser verdunstet. Dann siebe ich das immer ab und gebe das in Schüsseln rein. Diesmal hat es für zwei Schüsseln halt gereicht. Das lässt man dann abkühlen und danach kann man einfach Zitronensaft hinzugeben, um dem Ganzen so eine frische Note zu geben. Und dann gebe ich auch noch einfach die gefrorenen Granatapfelkerne hinzu. Die habe ich eigentlich immer im Haus, weil ich Granatapfel liebe. Und das kann man auch einfach dann darüber geben und das Ganze dann so drunter rühren. Und dann ist das wirklich echt eine tolle Speise, die man entweder zu Hause zum Frühstück essen kann oder auch mit zur Uni, zur Schule, wo auch immer hinnehmen kann. Und ich liebe das Ganze wirklich, wirklich sehr. Die zweite Idee ist wirklich super einfach und eignet sich perfekt, wenn ihr morgens nicht so viel Zeit habt, denn es ist ein belegtes Brötchen. Ich kaufe mir die Aufbackbrötchen immer bei Real, die schmecken mir am besten. Und nachdem ich das Brötchen aufgebacken habe, hole ich auch schon alle Sachen raus, die ich dafür benötige. Zum einen Rucola-Salat, Hummus und eine Tomate. Und dann schneidet ihr erstmal das Brötchen auf und dann nehme ich den Hummus, den kaufe ich immer bei Aldi. Der schmeckt mir da am besten und ich glaube, der kostet 1,95 €. Und damit bestreicht ihr erstmal euer Brötchen. Und danach könnt ihr das Ganze schon mit dem Rucola-Salat belegen. Und zum Schluss schneide ich jetzt noch eine Tomate in Scheiben. Und das Ganze kommt natürlich auch auf das Brötchen drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze jetzt noch mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann seid ihr auch schon fertig. Es geht wirklich super schnell, schmeckt sehr lecker in dieser Kombination. Wie gesagt, ich esse es wirklich sehr oft zum Frühstück und es hält auch sehr lange satt. Die nächste Frühstücksidee dauert ein bisschen länger in der Vorbereitung, ist aber dafür unglaublich sättigend, gesund und auch sehr lecker. Dafür braucht ihr zuerst einmal Chiasamen, dann am besten noch Bananen, so viele mögt, ich nehme immer zwei, dann noch etwas Milch, wahlweise auch Soja und Agavendicksaft. Jetzt habe ich erstmal eine Banane genommen und die geschält, das Ganze natürlich auch mit der zweiten Banane gemacht. Und die habe ich dann in so einen Teller gegeben und zerquetscht die einfach mit einer Gabel. Das dauert ziemlich lange, deswegen habe ich euch das hier mal vorgespult. Wichtig ist, dass ihr einfach eine homogene Masse hinbekommt. Es macht nichts, wenn die ein bisschen stückelig ist. Hauptsache alles hängt irgendwie so zusammen, also ungefähr so, wie ihr das jetzt hier auf dem Bild seht. Da gebe ich dann einfach die Samen hinzu, nach Gefühl, so viel ihr mögt. Ich habe nachher noch welche nachgegeben, hier sieht man es auch noch. Und die rührt man jetzt einfach unter, sodass das Ganze einfach schön durchgemengt ist. Jetzt kann man noch Milch hinzugeben und zwar ungefähr so viel, dass alles bedeckt ist. Wirklich auch wieder nachgefüllt, da gibt es keine genauen Mengenangaben. Das rührt man dann auch wieder durch und wenn man mag, kann man noch Agavendicksaft hinzugeben, einfach für die Süße. Das muss man aber nicht, aber ich mache das gerne nochmal so für den Geschmack einfach.
Und jetzt kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank, entweder 2 Stunden einfach so oder ihr macht das Ganze über Nacht. Ich habe das jetzt nach 2 Stunden wieder rausgeholt und dann haben die Bananen sich natürlich ein bisschen verfärbt. Dann habe ich es nochmal umgerührt und ihr seht hier schon, die Konsistenz ist jetzt wirklich so puddingartig geworden. Also die Chiasamen haben richtig viel von der Milch aufgesogen. Ich habe dann nochmal ein Bananenpüree und Kokosraspeln oben drüber gegeben, um das Ganze nochmal zu garnieren. Und ich finde, dann sieht das Ganze auch richtig lecker aus. Naja, vielleicht ein bisschen wie Froscheier, aber es schmeckt sehr gut. Zum Schluss habe ich noch eine richtig schnelle, aber super leckere Idee für euch. Und zwar mache ich mir das selber auch immer morgens, wenn ich es eilig habe. Und das ist inspiriert von den Smoothie-Schüsseln, aber anstelle eines Smoothies nehme ich einfach ganz normal Joghurt. Und ihr benötigt dafür zum einen ein Müsli eurer Wahl, Erdbeeren, eine Banane und ein Joghurt eurer Wahl. Ich nehme hier den Alpro Cremoso, den mag ich am liebsten, aber ihr könnt wie gesagt jeden anderen Joghurt verwenden, den ihr gerne mögt. Und das Ganze gebe ich erstmal in eine Schüssel. Und dann könnt ihr schon die Banane und die Erdbeeren in Scheiben schneiden. Die andere Hälfte der Banane hebe ich mir meistens für später auf und verwende sie in einem Smoothie oder esse sie so als Snack. Ich nehme immer das Schoko Crunchy Müsli von Einer Bio. Das mag ich super gerne, weil es sehr schön schokoladig ist und es ist übrigens auch vegan. Aber ihr könnt natürlich auch jedes andere Müsli nehmen, je nachdem, was euch am besten schmeckt. Und zum Schluss müsst ihr dann nur noch alles auf dem Joghurt verteilen. Ja, dann seid ihr auch schon mit eurer Joghurtschüssel fertig. Ich liebe einfach die Kombination von Obst, Schokolade und Joghurt. Und wie gesagt, wenn man morgens nicht so viel Zeit hat, ist es echt das perfekte Frühstück, finde ich. Und es sieht natürlich auch super toll aus. Dann hoffen wir, dass euch unsere Frühstücksideen gefallen haben. Und wir verlinken euch jetzt noch unseren Amazon Beauty Haul und unsere Backen und Kochen Playlist, denn da findet ihr noch weitere tolle Rezepte. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Bis dann!